Meine Güte, es ist einzigartig, meint ihr nicht? Ist das eine Statue dort in der Ecke? Wie... Avantgarde! Diese Statue sieht fast aus wie der Denker, oder nicht? Oh mein Gott, jemand wird die Statue umschmeißen und jemanden damit töten. Hey, ich frage mich, ob er sie selbst gemacht hatte. Nein, die ist von Larry. Nick, Alter! Was? Ey, nee. Geil, geil, was? Das ist meine eigene Stimme. Das ist immer noch die beste Szene bisher. Nicht die Szene mit dem, reden wir immer noch von ihren Kräften? Ja gut, die ist auch gut. Schettatuin in der Chatoudiersche Tube, das ist doch schön. Schettatuin in der Chatoudiersche Tube? Ja. Herr Hauer ist nicht nur nett, er scheint künstlerisch auch sehr begabt zu sein. Ich weiß nicht, ob man das Kunst nennen kann. Es ist gut, dass wir einen sicheren Ort gefunden haben, an dem wir uns ausruhen können. Wieso zählen Sie da... Was? Wieso zählen Sie da lauter... Rollen auf? Ja, weil... Jean, Pia, Harright, mein Herr. Larry Oldbeck. Randall, Inspektor, was? Maya, Barton, das ist cool. Emmy, Dominika, was? Ich habe jetzt auch gerade keine Ahnung. Wendy Oldbeck. Ja, die mochte ich auch. Ja. Und vor allem, Larry kommt nochmal später in Folgen, in irgendwelchen Folgen vor. Ist das nicht toll? Hey, Alter, da freue ich mich ja voll. Nick, Alter, ich bin wieder zurück. Ich bin verkleidet als der Weihnachtsmann. Oh Gott, wie soll ich den als Weihnachtsmann sprechen? Viel Spaß beim Ausprobieren. Und dann macht er noch den Stil-Samurai. Oh ja, so wie Emmy damals. Da kannst du dir so einen blechernen Sound über die Stimme legen und den sonst ganz normal sprechen. Ja, möglicherweise. Oh ja! Oder wie den Denker. Stimmt. Wir sind heute viel umhergelaufen. Ich bin richtig erschöpft. Ich denke, unsere weitere Planung kann bis morgen warten. Jetzt sollten wir uns alle ausruhen. Richtig. In der Tat. In der Tat. Chetainane, Chetatuin, Chetien, Chetil in der Chetatuin, Chetudir, Chetube, nein. Chetainane, Chetatuin, Chetien, Chetil in der Chetainane, Chetatuin, Chetudir, Chetube. Oh Gott. Es gibt noch die Hardcore-Erlington, weißt du? Was ist die Hardcore-Erlington? Ja, die zum Beispiel jetzt April May aussprechen würde. Oh nein, nicht immer wenn, oh Gott. Immer wenn am Anfang einer Silbe mehrere Konsonanten zusammenkommen. Also zum Beispiel, Frau. Nein, oder, ich werde es nicht machen. Oder sprechen, schepperechen. Ja, das haben wir ja gemacht. Ja, aber... Ah nee, schepperechen, ja stimmt. Ja doch, hast recht. Haben wir nicht gemacht. Oder, ich bin sehr verlink. Was? Ach so, flink, oh Gott. Ich dachte an verlinkt jetzt. Und ich könnte mir ja auch eine Verkleidung. 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 Ja, die ist... Also, dumm ist eine Ferkelei, wenn man so will. Es ist ein Ferkeleidung. Gott. Oh, es ist spät. Maya. Luke. Was? Phoenix. Nick. Oh ja. Ich frage mich, ob ihr von mir schepperecht. Nein, nicht mehr von ihr sprechen. Nein, nicht schepperechet, weil da kommt das am Ende der, also bei Scht, das kommt am Ende der Silbe. Das ist, nein, es soll am Anfang der Silbe stehen. Oder? Oder soll man das dann auch, ach egal.
Mach weiter. Ja. Ach, hätte ich dich nur retten können, dann wäre es nie so weit gekommen. So wie Emmy damals. Na toll. Aufgewacht und sie ist immer noch... Ach nee, er schläft noch nicht. Ich sollte eigentlich aus den Latschen kippen, aber ich kann nicht einschlafen. Ich bin irgendwie durstig. Vielleicht sollte ich mir ein Glas Wasser holen. Na toll. Oh, hier, Inspektor Geroski. Jetzt trifft er auf Maya. Bitte, triff auf Maya, auch wenn es nur ein Traum ist. Es sieht so aus, als wäre hier nichts mehr los. Alle müssen schon nach Hause gegangen sein. Ich hole mir einfach ein Glas Wasser und gehe zurück ins Zimmer. Moment mal! Oder? Hier ist noch... Sollen wir mit ihr noch reden? Sie hat ein Rätsel. Oh. Was ist los? Probleme beim Einschlafen? Ja, ich bin total geschafft. Ich kriege kein Auge zu. Ei, was ihr nicht sagt. Es sieht so aus, als hättet ihr noch einiges aufzuräumen hier. Braucht ihr Hilfe? Oh Gott, das wird... Um die Zeit? Wer macht denn sowas? Warte kurz. Nein, das geht in Ordnung. Nein, das geht in Ordnung, dass du angerufen wirst. Die Hausregel ist... Nochmal ich kurz, du brauchst mich ja sowieso gerade nicht. Wer das Chaos verursacht, räumt es auch wieder auf. Geschrieben von... Videan. Aber diese Dummerchen konnten die Augen nicht offen halten. Ich lasse sie morgen früh aufräumen. Oh. Also sind hier sind sie alle gar nicht nach Hause gegangen? Sie waren so müde, sie konnten kaum einen Fuß vor den anderen setzen. Aber sie haben es nach oben in ihre Zimmer geschafft. Das ist ihr Zuhause und ihre Zuflucht. Ich meine... Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das laute Schnarchen nicht hört, ei? Und ich dachte die ganze Zeit, das wäre mein Magen. Na? Ihr hattet doch sicher einen Grund, aus dem Zimmer zu kommen. Ihr hattet doch sicher einen Grund. Ja, ich finde auch, Marks Telefon hört sich an wie so ein Praxistelefon. Hallo, Praxis Mark am Apparat. So ach, du hört hörst man das wenigstens. Oder? Ja. Vielleicht sind wir da. Oh ja, richtig. Ich wollte mir ein Glas Wasser holen. Ei, in Ordnung, aber ihr müsst es euch erst verdienen. Wenn ihr mein Spiel gewinnt, könnt ihr ein Getränk eurer Wahl haben. Auf Kosten des Hauses, versteht sich. Habt ihr gesagt, ein Spiel? Was für eine Art von Spiel? Ich weiß, ihr habt damit noch nicht so viel Erfahrung, aber... Ich bin ja der Meinung, Phoenix ist noch Jungfrau. Ich glaube, er ist wieder. Vielleicht ist er auch vage. Nein, ich glaube nicht. Sehr vage sogar. Sehr vage manchmal in seinen Ausführungen. Ruhe! Ruhe! Das war absolut unerwartet. So, jetzt spielen wir Messerstechen. Nein, also hier, mit der Hand. I got all my fingers. Brain, the knife goes chop, chop, chop. And if I hit the spaces in between my fingers will... Ach, irgendwas. And if I cut my fingers, the blood will soon run out. Irgendwie gibt's da wirklich so ein Lied. Und es ist krass, es gibt Videos von kleinen Kindern auf YouTube, die... Naja. Die dieses Spiel spielen. Mit einem richtigen Messer. Ich habe noch kein Video gefunden, wo es schiefgegangen ist. Ja, die werden gesperrt wahrscheinlich. Es tut mir leid, falls ich etwas Falsches gesagt habe. Ei, nur die Ruhe. Ich habe nur das Messer nur gezogen, um es in dem Rätsel zu benutzen. Ja. Sie steht auf ganz perverse Sachen. Oh, hier! Zum roten Kelch. Schiebe den roten Kelch in die rechte untere Ecke des Tisches. Lass den roten Kelch von den Dolchen abprallen, sodass er über den Tisch gleitet. Die Richtung hängt dabei vom Winkel ab, den die Dolche haben. Achte darauf, dass kein grüner Kelch auf der anderen Seite ankommt. Ah, die Kelche tauschen beim Zusammenstoß den Platz. Ah, okay. Ah, so, okay. Berühre einen Dolch, um seine Ausrichtung zu ändern. Das wird die Bewegungsbahn des Kelches verändern, während er über den Tisch gleitet. Berühre los, um den Kelch über den Tisch rutschen zu lassen, okay.
Du wirst es noch einmal versuchen müssen, wenn der rote Kelch vom Tisch rutscht oder einer der grünen Kelche Phoenix gereicht wird. In diesem Rätsel kannst du keine Pikarat verlieren, also berühre los, so oft du möchtest. Okay. Na dann. Fertig! Nein, natürlich nicht. Oh, wie schade. So, ich würde sagen, dann... Was passiert dann? Wenn ich das so mache... Ich meine, erstmal, wenn ich losmache, prallt er sowieso da ab. Dann... Gucken wir erstmal. Mhm. Das war mir irgendwie schon bewusst. Ja. Das ist schon gar nicht so schlecht fürs Erste, denke ich. Richtig, richtig. Aber... Wobei der unterste unten rechts muss auf jeden Fall gedreht werden. Ich glaube, so war es dann. Richtig. Ja. Jetzt ist die Frage, kommt das... Nee, so kommt er noch nicht an. Hm. Gucken wir erstmal, was dadurch passiert. Mhm. Aha, okay. Dann gehe ich mal davon aus, der hier noch so. Das Ganze... Könnte passen. Jetzt passt es, glaube ich. Ja. Das ist ja easy. Aber cool. Cool gemacht. Tada! Sehr schön! Yay! Phoenix hat einen roten Kelch. Dinge, dinge, ding. Du die Flammen. Die Flammen. Da waren noch nur 30. Bestechend. Oh. Wenn du eine größere Herausforderung suchst, sprich doch mal mit Barbara Rossa. Sie hat bestimmt noch ein schwierigeres Rätsel auf Lager. Später. Ja. Merken fürs nächste Mal. Ei, gar nicht schlecht, mein Herr. Versprochen ist versprochen. Ihr könnt ein Getränk eurer Wahl haben. Alles auf Kosten des Hauses. Sagt einfach, was ihr wollt. Ganz viel Alkohol, das Stärkste, was ich habe. Meine Maya ist weg. Und unsere Maya ja auch. Danke, ich denke, ich nehme das Angebot an. Ihr habt es euch verdient. Ich habe niemanden hier ein Rätsel so schnell lösen sehen. Hier war noch niemand so schnell wie ihr. Und das ist kein Kompliment. Das war nur Glück. Mein Glück, euer's nicht. Wenn ihr einen Rätselexperten sehen wollt, ist Luke der richtige Ansprechpartner. Ei, ihr meint diesen pfiffig aussehenden Jungen, richtig? Wisst ihr, für jemanden in seinem Alter ist er ziemlich maskulin. Er hat ja einen sehr klugen Kopf auf seinen Schultern. Es wäre schade, wenn dieser Kopf irgendwann nicht mehr dort wäre. Er scheint ganz schön viel durchgemacht zu haben. Ja, das hat er. Nach außen wirkt er ganz fröhlich, aber im Inneren muss er wirklich verletzt sein. Ja, er redet jetzt über sich in der dritten Person. Er hat jemanden verloren, der ihm sehr wichtig war, aber er versucht es zu verstecken. Dann ist da noch Sophie. Sie wurde erneut beschuldigt und muss nun wieder fürchten, in die Flammen geworfen zu werden. Sie wollte da doch hin! Und Maya, ich kann nicht aufhören, mir die Schuld für ihren Tod zu geben. Deshalb muss ich stärker sein. Aber ich kann es nicht. Ich fühle mich so hoffnungslos. Ich bin der Einzige, der Luke und Sophie beschützen kann. Ich habe Angst. Angst, dass das, was mit Maya geschehen ist, noch einmal passieren könnte. Mai, hi. Ich habe gehört, was heute im Gericht passiert ist. Sie scheint euch sehr wichtig gewesen zu sein. Es geht mir gut. Ich bin nur nicht sicher, ob ich die beiden beschützen kann. Und außerdem möchte ich nicht, dass sie denken, ich würde sie im Stich lassen. Ihr wollt sie beschützen? Ihr wollt nicht, dass sie denken, ihr würdet versagen. Ei? Das klingt ja alles gut. Aber wollt ihr wissen, was ich denke? Nö. Ich denke, ihr sagt nur, was ihr selbst hören wollt. Was meint ihr? Ich denke, die Worte, die ihr gewählt habt, sind einfach egoistisch. Worauf wollt ihr hinaus? Habt ihr auch nur einen Moment darüber nachgedacht, wie besorgt sie um euch sein müssen? Es ist also hoffnungslos, ey.
Denkt ihr, diese zwei Kinder haben keine Hoffnung? So ein Unfug. Wollt ihr Hoffnungslosigkeit sehen? Das ist leicht. Seht einfach in den Spiegel. Wie habt ihr vor, diese beiden zu beschützen, wenn ihr euch nicht endlich zusammenreißt? Ich... Es ist in Ordnung. Ich kann euch verstehen. Euch ist heute etwas wirklich, wirklich Schreckliches geschehen. Unvorstellbar traurige, emotionale Dinge. Deshalb müsst ihr es zuallererst akzeptieren. Findet euch damit ab. Die Trauer, die Schuldgefühle, alles. Ehrlich, ich gebe euch keine Schuld. Wer könnte in einer solchen Situation alles für sich behalten? Ich kann mir selbst nicht vergeben. Ich kann es einfach geschehen lassen. Ich habe es einfach geschehen lassen. Ich konnte nichts tun, absolut gar nichts. Ich konnte nur zusehen, wie Maya nicht verbrannt wurde. Bitte nicht. Maya, sie hat ihr Leben gegeben, um Sophie zu retten. Hätte sie sie nicht einfach mitnehmen können? Und Erlington. Wenigstens Erlington, ja. Boah. Wäre ich schneller gewesen, hätte ich irgendetwas getan, dann wäre Maya noch... Sie wäre noch hier an meiner Seite. Alles ist meine Schuld. Ich komm gleich, Joey. Wie sich so das angehört hat. So war das nicht gemeint. Was machst du da mit deinem Kater? Er hat... Das klingt jetzt noch blöder. Er hat halt Hunger. Ach, die machen hier alphabetisches Charaktere aufzählen. Ich hab's gerade gesehen. Was man nicht mehr sieht, ist, bin ich gerade jetzt. Oh, oh, Luke. Oh, Sophie. Was machst du denn hier? Ah, Sophie. Moment, das ist deine Rolle. Mach was. Ah, Sophie, wieso bist du denn noch so spät wach? Ich konnte nicht schlafen. Ich wollte mir ein Glas Wasser holen. Jetzt noch ein Rätsel. Oh, wer ist denn das dort? Sind das Frau Rossa und Phoenix? Wir müssen zurück ins Bett gehen, Sophie. Wir müssen morgen immerhin früh aufstehen. Und ich meine, wir sind dort oben alleine, wenn die hier unten alleine sind. Du hast recht. Herr Wright. Jetzt sind wir hier allein. Ja, Luke. Okay, also das wär's. Top. Stopp, die Wette gilt. Dann kann ich mich auch gleich mal um Joey kümmern. Ich komm gleich. Au! Nicht so! Okay, zugeklappt, eingepackt, es war schön. Es war auch schön, das im Stream zu machen. Nur leider hat's nicht alles so geklappt, wie es sollte. Aber trotzdem. Ja. Ja, also... Spaßig. Ja, spaßig war es trotzdem. Und ich meine, die Folge hat Premiere gefeiert. Wir machen dann noch den Abspann und eventuell was hinten ran. Abspann. Genau, ja. Und dann war's das auch. Also dann kommt die Folge und dann könnt ihr sie euch alle nochmal ansehen und dann könnt ihr auch das super tolle neue Intro euch angucken. War top. Danke. Alles top heute. Alles top. Also von der Folge war auch alles top. Auch der Kinderchor, auch der Kinderchor, April, May. Ja. Auch, April, ja. Der Page, ich fand auch den Pagen Page sehr gut. Ja, ich fand auch, wie was der Page gesagt hat. Der durchs Bild gelaufen ist, war super. Und was er gesagt hat, das hat mich innerlich berührt. Der Page hat besser gespielt als ich. Ich glaube, der Page hat wirklich noch so einen Satz oder so. Immerhin. In der nächsten Folge, glaube ich sogar. Ich freue mich drauf. Übernächsten, mal gucken. Den Pagen, den werden wir auf jeden Fall mit drin haben. Wuhu! Hallo. Also dann, bye bye an alle. Ich brauche ja gar nicht winken. Ich sehe, man sieht mich ja dann erst in der Aufnahme. Ich wink für dich mit. Danke. Bye. Tschüss. Tschüss.